Liebe Leute, ihr hattet zu Recht nach Maßen und Gewichten gefragt, deswegen hier mal ein Spezial und ich messe alles durch. Die Motorhaube, also 76 Gramm für die Motorhaube, eine Tragfläche 121 Gramm, das ist eine obere, das Seitenruder 30 Gramm, 31 Gramm, die untere Tragfläche ohne Servos, jetzt, da seht ihr nochmal meine Verklebungen, 124 Gramm, der Spinner, fantastisch, mit Backplate 16 Gramm, das Mittelteil hier 42 Gramm und ein Strut 13 Gramm, ich tue mal zwei, also 25 Gramm. Die Originalschuhe, der eine wiegt 12 Gramm, naja, gemeinsam wiegen sie 30 und der andere wiegt 16 Gramm, also da gibt es Unterschiede. Hier die Steckungen, 15 Gramm. 14, 15 Gramm, auch sensationell leicht, 31 Gramm zusammen, die sind sehr gleich. Die Kabinenhaube hier, 28 Gramm, die ist sogar ein bisschen schwer, wie ich finde. Jetzt mal die ganzen Kleinteile, hier Schrauben für verschiedene Befestigungen, dann die Kugelköpfe für die Ruderanlenkungen und das sind für die Verbindungen zwischen den Querrudern. Jetzt noch die verschiedenen Kohleteile, die Streben für den Baldachin und die Schubstangen. Da sind wir bei 77 Gramm. Jetzt der Propeller, 33 Gramm der Propeller. Und der Regler, der wiegt 72 Gramm. Und jetzt der Motor, der wiegt 232 Gramm. Und zwar mit dieser Rückplatte da, deswegen filme ich das. Der Durchmesser, jetzt geht es an die Maße, 46 mm Durchmesser und die Länge inklusive hier der Kohleplatte sind wir bei 50,89. Die Kohleplatte selber nochmal 2,7, das könnt ihr dann abziehen. Die Servos, die Sean empfiehlt, wiegen 20 Gramm oder 21 Gramm mit Kabel und sind 12,9, also knapp 13 mm breit. Und wenn ich hier die Länge messe, 28,9 und dafür sind da die Ausschnitte. Hier übrigens mal die Daten der Nextech 90HV. 6,5 Kilogramm pro Zentimeter und 0,12 Sekunden für 60 Grad bei Hochvolt. Kann sich sehen lassen, finde ich. Auf der rechten Seite gibt es andere Ausschnitte. Und zwar hier 33,2 lang und 16,5 knapp 17 mm breit. Also für Standard-Mini-Servos geeignet. Das sind die Originalschrauben für die Motorbefestigung. Ich benutze aber solche hochfesten Aluminium-Schrauben aus dem Motorrad-Racing-Bereich. Und wie ihr seht, sind die doch um einiges leichter, weniger als die Hälfte. Hier nochmal der Unterschied, also 1,25 Gramm mehr bei den Stahlschrauben. Ich werde es nicht überall machen, ist teuer, aber hier finde ich, dass sie ganz schick aussehen. Ihr hattet noch nach Maßen gefragt und dann wollen wir mal ein bisschen messen. Das Batteriebrett hier ist also 190 mm lang, 191 mm lang. Jetzt die Breite hinten, das sind 102 mm und in der Mitte sind es ungefähr 117 mm. Jetzt die Breite des Brettes hier sind knapp 70 mm. Jetzt die Länge des breiten Teils des Bretts und das sind knapp 102 mm. Bei der Tiefe müssen wir darauf achten, dass da die Querstreben sind. Also messen wir von da bis zur Oberkante. Und wenn man das hier mal so misst, dann sind das 47 mm, ein bisschen mehr. Jetzt geht es ans Auswiegen und die verschiedenen Akkuoptionen. Ich habe hier die 2200er aus der kleinen Ultimate, die ich da geflogen habe. Da würde ich jetzt zwei von fliegen, mal zu Anfang. Und die wiegen eben ja, 170 Gramm Stück, also 340 Gramm zusammen. Und wenn ich die ganz vorne positioniere, also wirklich fast ganz an dem Spann dran, dann kann man sehen, dass das Flugzeug ganz hervorragend in der Waage ist. Und jetzt wollen wir mal schauen, was bei schwereren Batterien passiert. Ich habe hier noch 4000er 3S. Die sind natürlich sehr groß und schwer. Die wiegen 294 Gramm, also 588 zusammen. So, Clara ist wieder bei uns. Hi, Clara. Hallo. Das ist ja schön. Ja, wir wiegen das Flugzeug aus. Jetzt habe ich die großen Batterien drin und ich will mal ganz genau da reinfilmen. Dann seht ihr, wie die positioniert sind. Also
paar Zentimeter vorm Empfänger. Und Sie sehen, das Flugzeug ist auch hier komplett in der Waage. Das sind fast 600 Gramm an Batterien. Ich finde das zu schwer für das Modell. Also diese großen Batterien werde ich wahrscheinlich, oder Akkus sollte ich sagen, werde ich wahrscheinlich nicht fliegen. Ich finde das zu schwer. Aber damit seht ihr die Range, also was man theoretisch machen kann. Vom Schwerpunkt her ist es überhaupt kein Problem. Die schwereren, weil es liegt einfach daran, klar, wenn du gerade mal hier hinkommst und jetzt hier, da ist der Schwerpunkt, hier unten, da ist der Schwerpunkt. Und hier ist das Batterie-Compartment. Und da hat man ein bisschen Varianz, aber es ist ja doch relativ nah am Schwerpunkt. Deswegen kann man eine ganze Reihe von verschiedenen Akkus fliegen. Also was ich tun werde, wahrscheinlich werde ich erst mal mit denen fliegen. Viel mehr als 5 Minuten wird es wahrscheinlich nicht geben, vielleicht etwas weniger. Ich werde vorsichtig sein. Und dann werde ich mich ein bisschen rantasten an etwas größere. Ich greife mal vorweg, das ist jetzt nach dem Jungfernflug. Ich bin genau 5 Minuten geflogen, eigentlich nie mehr als Halbgas, war sehr windig und mit Trimmung und so weiter. Aber schaut mal, 63% hat die noch nach 5 Minuten. Also ich denke, ich werde mir den Timer auch mal auf 8 Minuten stellen. Und mehr braucht man nicht, wie ich finde. Vielleicht geht man mal auf 2400er, aber ich würde nicht zu schwer gehen, wenn man 8 Minuten Flugzeit hat. Ich finde, das reicht. Mit dieser Aufhängung hier, die man, kann man ja immer dabei haben, kann man wirklich am Platz relativ schnell, wenn man einen neuen Akku hat, es eben austesten, eben die Schnur da durch, da ist der Schwerpunkt. Und dann checkt man, ob es funktioniert. Würde ich jedes Mal machen. Es kommt bei dem Flugzeug wirklich extrem darauf an, ganz genau den Schwerpunkt zu erwischen. Clara hilft uns jetzt bei Wiegen. Super. Jetzt wollen wir mal schauen, wie viel das ganze Modell wiegt. Was haben wir da? Ungefähr 1800. 1800 Gramm. Das ist jetzt ohne Batterien, ohne Akkus. Ich gehe mal hier um dich rum, Clara. Und ich fühle mal genau jetzt hier da drauf. Also 1800 Gramm. Also ich finde das sensationell. Sensationell leicht. Du kannst es auch relativ gut noch halten, oder? Ja. Siehst du? Fantastisch, danke dir. Ja, eingestellt ist sie. Alles ist dran. Wir können fliegen gehen. Meine Güte! Sowas habe ich ja noch nie gehabt.